Kapitel 20. Shigar hatte den Raumhafen auf Plänen des Palasts gesehen, war aber dort noch nicht gewesen. Er bewegte sich schnell, aber vorsichtig durch die Korridore des Palasts und zählte Abzweigungen und Orientierungspunkte, während er Wachen und Sicherheitsabsperrungen aus dem Weg ging. Das Letzte, was er brauchen konnte, war, sich zu verirren oder festgehalten zu werden. Stryver hatte den längeren Weg, aber er kannte die Grundrisse besser. Wenn es zu einer erneuten Konfrontation kommen sollte, wollte Shigar im Vorteil sein. Außerdem dachte er an Larins Wohlergehen. Erneut grübelte er, ob es klug gewesen war, sie nach Hutter zu bringen. Sie war ihm eine große Hilfe und auch eine gute Gefährtin. Aber nun war sie verletzt, möglicherweise verstümmelt, und das machte die Zukunftsaussichten noch finsterer. Er schwor, sich dafür zu sorgen, dass man sich ordentlich um ihre Hand kümmerte. Aber reichte das aus? Hatte sich die Freundlichkeit, die er entgegengebracht zu haben, glaubte, in untragbare Grausamkeit verwandelt? Er fürchtete sich vor der Meinung seiner Meisterin, wenn sie erfuhr, wohin sein Urteilsvermögen ihn geführt hatte. Es war daher umso wichtiger, gegen Stryver erfolgreich zu sein. Der gesamte Palast befand sich in Aufruhr, was nicht anders zu erwarten war, nach Explosionen in den Untergeschossen, einem Kampf in der Sicherheitsschleuse, bösartigen Droiden, die wild durch die Korridore rannten, und dem mehrere Stockwerke betreffenden Einsturz, den Stryver herbeigeführt hatte. Wild schrillende Alarme übertönten sich gegenseitig und erzeugten einen schwindelerregenden Lärm, den Shigar nur mit Mühe ignorieren konnte. Wie Tassa Baresh das Ganze aufnahm, konnte er nur vermuten. Die Wachen am Raumhafen befanden sich in höchster Alarmbereitschaft. Er fing einen Wachmann auf dessen Routinerundgang ab und überredete ihn mit einem Gedankentrick, ihm die Befehlsstruktur der Stellung zu verraten. Es hatte an diesem Tag bereits genug Tote gegeben. Außerdem würde jedes Anzeichen für einen Kampf Stryver vor einem Hinterhalt warnen. Enkasa Baresh war der jüngere Neffe der Matriarchen des Palasts. Er beaufsichtigte die Sicherheitstrupps von einem 2 Etagen höher liegenden Büro aus und war dafür bekannt, dass er nur gelegentlich einen Blick auf die Bilder der Sicherheitskameras warf. Es ging lediglich darum, Enkasa zu überzeugen, dass ein völlig unbeteiligtes Besatzungsmitglied an Bord seines Schiffes gehen wollte und den Freigabecode verlegt hatte. Shigar stellte sich vor, wie der träge Hut erschöpft mit seinen fetten Fingern auf die richtigen Knöpfe drückte und es sich dann wieder in seiner Hängematte bequem machte. Nicht einmal ein palastweiter Sicherheitsalarm konnte ihn aus der Ruhe bringen. Das Tor des Hauptzugangs zum Raumhafen schob sich auf. Shigar schlüpfte hindurch und warf einen Blick nach irgendwelchen Anzeichen für die Anwesenheit des Mandalorianers über die Schulter. Nichts. Noch nichts. Das Tor schloss sich wieder, sodass er sich allein in dem kreisrunden Ausstiegsbereich befand. Shigar hatte den Wachmann gefragt, welche Bucht der First Blood zugewiesen worden war, und er begab sich direkt dorthin. Das Zugangstor zur Bucht stand offen, und er sah die graue Außenhaut von Strivers Schiff auf der anderen Seite. Shigar war nicht so töricht, sich dem einladenden Durchgang auch nur zu nähern. Mit Sicherheit lauerten dort Sprengfallen. Stattdessen wartete er mit ausgeschaltetem, aber gezücktem Lichtschwert an einer Stelle in der Nähe, von der aus er sowohl die First Blood als auch den Eingang des Raumhafens im Blick hatte. Irgendwann musste Stryver zu seinem Schiff kommen, und Shigar wäre vorbereitet. Er verbannte alle Sorgen aus seinem Kopf, selbst die Sorge um Larin und seine Mission, allen Kummer und Leid, und stellte sich in kampfbereiter Pose auf. Das Geräusch aktivierter Repulsoren riss ihn aus seiner Trance. Eines der Schiffe wärmte seine Triebwerke für den Start auf. Er ging im Kreis den Ausstiegsbereich ab, um zu sehen, um welches es sich handelte. Aber das Geräusch kam aus keiner der geschlossenen Schleusen. Es kam aus Strivers Bucht. Das überraschte ihn. Er hatte angenommen, Stryver würde alleine reisen. Daher konnte niemand an Bord des Schiffes sein, um es für ihn anzuwerfen. Entweder irrte sich Shigar in diesem Punkt, oder Stryver hatte es per Fernbedienung aktiviert. Das Jaulen der Repulsoren wurde immer lauter. Das hörte sich nicht nur nach Warmlaufen an. Das Schiff stand kurz davor abzuheben. Vor sich hin fluchend gab Shigar seine Zurückhaltung auf.
Er ging zur äußeren Luftschleuse des Schiffes und untersuchte sie rasch auf Schwachpunkte. Er fand nur einen. Die Tür war mit Stryvers biometrischen Daten kodiert. Größe, Gewicht, Proportion der Gliedmaßen und so weiter. Aber für diesen Code gab es einen Sicherheitseingriff, für den Fall, dass Stryver im Verlauf einer Mission schwer verletzt wurde. Falls er beispielsweise einen Arm oder ein Bein verlor. Dieser Sicherheitseingriff konnte von jemandem, der clever genug war, gehackt werden. Shigar war kein so guter Slicer wie Larin, aber er hatte bereits gesehen, wie man diesen Trick vollbrachte. Mandalorianische Schiffe waren seit Ausbruch des Großen Krieges immer wieder Ziele der Jedi gewesen und man hatte ihm immer und immer wieder die besten Methoden gezeigt, wie man sie funktionsuntüchtig machte. Rasch gab er eine Reihe Codes ein, die dazu ausgelegt waren, die Sicherheitsfunktion auf einen häufig gebrauchten Grundzustand zurückzustellen. Als er den Sicherheitseingriff aktivierte, schob sich die Tür auf. Und keinen Augenblick zu früh. Die Repulsoren kreischten schrill und das Schiff schwebte bereits ein Stück über dem Boden. In Sekundenschnelle wurde es hoch über den Palast aufsteigen. Shigar sprang behende in die Luftschleuse und wurde darin nach oben getragen. In dem Augenblick, in dem seine Stiefel den Schleusenboden berührten, sprang jedoch ein zweites Sicherheitssystem an. Starke Elektroschocks schossen in seinen Körper und versetzten seine Muskeln in unkontrollierbare Zuckungen. Er fiel auf die Seite, unfähig zu schreien. Sein Kiefer verkrampfte, aufgesperrt zu einem stummen Schrei. Der Autopilot lenkte das Schiff direkt über den Raumhafen und justierte seine Trimmung. Shigar spürte, wie er auf den Rand der Luftschleuse zurollte, konnte aber nicht einmal einen Finger rühren, um sich zu retten. Die Elektroschocks hörten in dem Moment auf, in dem er aus der Schleuse stürzte. Wenigstens dafür konnte er dankbar sein, als er wie ein Stein auf das Dach in der Tiefe fiel. Wie lange er bewusstlos gewesen war, wusste er nicht. Wahrscheinlich mehrere Minuten. Genügend Zeit, um seinen hilflosen Körper von einem Sicherheitstrupp auf dem Dach einsammeln zu lassen, ihm an Handgelenken und Knöcheln Fesseln anzulegen und ihn sicherheitshalber noch zu knebeln. Als er aufwachte, wurde auf den Schultern eines Gamorianer-Trupps durch die Gänge des Palasts getragen. Weder sein Lichtschwert noch sein Comlink waren zur Hand. Statt zu kämpfen, konzentrierte er sich auf die Linderung der vielen Prellungen und Abschürfungen an seinem Körper. Wie tief er gefallen war, wusste er nicht. Aber zum Glück hatte er sich nichts gebrochen. Ein dröhnender Schädel, das schon, und ein schwerer Schlag auf seine Würde, aber sonst nichts Schlimmeres. Im Augenblick war er einfach nur froh, noch am Leben zu sein. Seine Häscher flitzten im Laufschritt mit ihm durch den Palast. Er prägte sich den Weg ein, aber ohne einen Anfangspunkt konnte er unmöglich wissen, wohin es ging. Im Großen und Ganzen hatte er doch den Eindruck, dass der Prunk um ihn herum zu und nicht abnahm. Als er dann in einen großen Raum gebracht wurde, in dem viele Personen flüsterten und sprachen und über deren Stimmengewirr eine Stimme in lautem Huttich dröhnte, erriet er sofort, wo er war. Die Gamorianer blieben in der Mitte von Tassa Barrets Thronsaal stehen und warfen ihn mit einem gemeinschaftlichen Knurren auf den Boden. Stille breitete sich um ihn herum aus, als die Leute seine Anwesenheit bemerkten. Er rappelte sich unbeholfen auf und sah sich um. Eine große Menge Gäste starrte tuschelnd und zeigte auf ihn. Er kannte mehr als 20 verschiedene Spezies mit nur einem raschen Blick, von rüsseltragenden Kubas bis zu insektenartigen Kolokoiden, obwohl Zweibeine eine deutliche Minderheit darstellten. Ihre exotische Herkunft konnte nicht über ihre gemeinsame Arbeit hinwegtrügen, sich vor derjenigen zu brüsten und anzubiedern, die ihre aller Schicksal lenkte. Bona Naikashu, dröhnte die Matriarchin des Palasts. Dopa Miki Seta Pedunki Kocho. Shigar drehte sich um und sah Tassa Baresh ins Gesicht. Sie lag breit ausgestreckt auf einem horrend verzierten Thronbett am Kopfende des Saals und war beinahe genauso verschwenderisch geschmückt. Er wusste nicht genug über Hutz, um ihren Gesichtsausdruck zu deuten. Aber das Zittern ihrer Lippen und der Speichel, dem sie beim Sprechen verspritzte, ließen wenig Raum für Spekulationen. Ein A1-TA-Protokolltroide schlurfte auf dünnen Beinen herbei.
Tassabaresh lässt dich ausdrücklich wissen, dass du mit Gewissheit bestraft werden wirst, verräterischer Sith. Shigar überdachte seine Optionen. Mindestens 2 Dutzend Waffen richteten sich auf ihn. Hinter den Gästen rannten Wachen auf und ab, um auf die vielen Notfälle zu reagieren, die sich im Palast ereigneten. Er verbeugte sich so feierlich, wie es seine Fesseln zuließen. »Ich darf euch korrigieren, erlauchte Herrin. Ich bin eigentlich ein Jedi.« »Stopa dopa maskeikung!« Er ignorierte die Beleidigung. »Ich kann euch nur schwerlich hintergangen haben, wenn kein Abkommen zwischen uns bestand. Bis auf das unbelaubte Betreten eures Territoriums wollte ich mir nicht zu Schulden kommen lassen.« Tassabaresh knurrte bedrohlich und wechselte zu einem anderen Dialekt, nachdem sie bemerkt hatte, dass er zumindest ein paar Worte verstand. »Tassabaresh sagt, du hattest vor, sie zu bestehlen. Dafür musst du sterben.« »Wenn ihr mich durchsucht, so werdet ihr nichts finden, was ich nicht schon bei meiner Anwesenheit bei mir hatte.« »Tassabaresh sagt, deine Komplizen haben sich mit dem Preis davongemacht.« »Der Navi-Computer. Das letzte Mal, als ich ihn sah, befand er sich in der Hand eines Mandalorianers, nicht eines Jedi.« »Tassabaresh sagt, dein Verrat wird nur von deiner Schwächlichkeit übertroffen. Er hat ihn von dir gestohlen, nachdem du ihn uns gestohlen hast.« »Ihr seid aufgebracht«, sagte Shigar. »Euer Urteilsvermögen ist getrübt. Gerade eben noch habt ihr geglaubt, ich wäre ein Sith. Vielleicht ist die Lüge, der ihr mich bezichtigt, eigentlich die Wahrheit.« Die Menge tuschelte fassungslos. Offensichtlich besaßen nur sehr wenige die Kühnheit, Tassabarehs Urteil vor ihr in Frage zu stellen. Die Hutmatriarchin stieß ein langes Stöhnen aus, das eigentlich keiner Übersetzung bedurfte. Der Droide blinzelte kurz mit seinen runden blauen Augen und unternahm trotzdem den wackeren Versuch. »Tassabaresh ist überaus verärgert. Sie hat, zahlreiche Arten ersonnen, dich zur Belustigung zu benutzen.« Shigar wollte das gar nicht bestreiten. Er hatte inzwischen alle Wachen und Ausgänge gezählt und war zu dem Schluss gekommen, den er erwartet hatte. Es war unmöglich, sich aus dieser Nummer freizukämpfen, und auf Verstärkung konnte er auch nicht zählen. Es blieb nur das Gespräch. Vielleicht würde er sogar ein Abkommen schließen müssen. Schon allein bei dem Gedanken drehte sich ihm der Magen um. »Eure Wut ist vollkommen gerechtfertigt«, sagte er. »Euer Palast wurde angegriffen und das Eigentum und die Informationen, die ihr verkaufen wolltet, wurden gestohlen. Ihr wurdet eures verdienten Profits beraubt. Niemand würde bestreiten, dass ihr zu Recht nach Rache trachtet, um an jenen ein Exempel zu statuieren, die euch in Verlegenheit gebracht und bedeutenden Schaden zugefügt haben.« Er verneigte sich erneut. »Ich bitte euch nur, die richtigen Leute dafür verantwortlich zu machen.« Eine weitere Explosion hallte durch den Palast und brachte große Unruhe in den Thronsaal. In den Winkeln von Tassabarehs riesigen Augen war das Weiße zu sehen, als er den Twi'lek zu sich winkte. Sein Kommling quäkte dringlich. Sie unterhielten sich schnell, aber zu leise, als dass Shigar hätte mithören können. Dann übermannte die Wut die Matriarchin. Sie schlug den Twi'lek mit einer Ohrfeige von sich und brüllte den Übersetzer an. »Tassabaresh lässt dich wissen, dass der Raumhafen angegriffen wurde«, sagte der spitzköpfige Droide mit unterwürfigem Nicken. »Von wem?« »Von Imperialen. Die Fähre der Republik wurde zerstört.« Shigar überlegte, ob er gar nichts sagen sollte. Zum einen musste er das nicht. Die Aktion der Imperialen hatte mit diesem eklatanten Verstoß gegen den Vertrag von Coruscant den Streit zu seinen Gunsten entschieden. Andererseits war er noch nicht lange aus seinen Schwierigkeiten heraus. Tassabaresh konnte ihn hinrichten lassen, bloß weil er ein Ärgernis war und sie unangenehm an ihren Verlust erinnerte. Er musste ihr einen Grund geben, ihn zu verschonen und nicht zu töten. Er musste an ihren Geschäftssinn appellieren. »Wir sind beide hier das Opfer«, versuchte er es erneut und wählte seine Worte mit Bedacht. »Mein Tod wird euch den Navi-Computer nicht zurückgeben. Und er wird euch den Jedi-Rat zum Feind machen. Ihr büßt so oder so ein. Lasst ihr mich jedoch am Leben, eröffnet ihr euch einen Weg, euren Verlust zu mindern.« »Tassabaresh fragt, wie?« Shigar schluckte. Ein übler Geschmack schlich sich in seinen Mund.
Ich habe vor, dem Mandalorianer zu folgen, wohin er auch geht. Er hat sowohl meine Gefährtin als auch meinen Stolz verletzt und dafür soll er bezahlen. Die Informationen, die er gestohlen hat, mag an und für sich nicht länger von Wert sein. Doch jeder neue Planet bietet die Chance auf Handel und Erschließung. Als Gegenleistung für meine Freilassung werde ich dafür sorgen, dass diese Chancen vor allen anderen euch zukommen. Die Matriarchin brummte einen so tiefen Ton, dass er für das menschliche Ohr kaum hörbar war. Ihre Augen blieben auf Shigars Gesicht gerichtet, doch ihr Blick kehrte sich nach innen. Tassa Baresh, überdenkt dein Angebot, sagte der Droide, während sein Blick zwischen ihnen beiden hin und her rutschte. Das dachte ich mir. Sie knurrte etwas und der Droide übersetzte wieder. Tassa Baresh will wissen, wie du dem Mandalorianer folgen willst, wenn du kein Schiff hast, von einer Flugroute ganz zu schweigen. Ich bin ein Jedi. Er tippte sich an die Stirn, in der Hoffnung, er könne die Tatsache überspielen, dass er auf beide Fragen keine Antwort wusste. Wir haben unsere Möglichkeiten. Ein weiteres Tuscheln ging durch die Reihen der Gäste. Tassa Baresh sagt, deine Möglichkeiten sind unzureichend. Die Investition ist zu riskant. Aber der Übersetzer hob seine metallene Hand. Sie sagt, um ihren Einsatz bei dieser Unternehmung abzusichern, muss ihr gestattet sein, dir Beistand zu leisten. Muss ihr? Die Wortwahl machte ihn stutzig. Was genau wurde ihm hier aufgezwungen? Sprecht weiter. Die Matriarchin lehnte sich auf ihrem Thron zurück. Ihre Augen verengten sich zu Schlitzen. Tassa Baresh wird dir ein Schiff geben. Ihr Neffe wird alles Nötige in die Wege leiten. Wenn du das Angebot annimmst, darfst du unverzüglich gehen. Shigar fragte sich, was passieren würde, wenn er ihr Angebot ablehnte. Er traute der plötzlichen Zufriedenheit der Matriarche nicht. Noch vor wenigen Augenblicken hatte sie vor Wut darüber, wie ihre Pläne durchkreuzt worden waren, geschäumt. War das nur gespielt gewesen oder war das jetzt gespielt? In Ordnung, sagte er seinen Instinkten folgend. Im Augenblick zu leben war besser als zu sterben. Mehr war unterm Strich nicht zu holen. Und wenn er richtig Glück hatte, konnte er vielleicht auch noch etwas tun, um Larin zu helfen. Vorausgesetzt, sie war noch am Leben. Das Gesicht der Matriarchin verzog sich zu einem breiten, unappetitlichen Lächeln. Ein pummeliger Finger zeigte auf Shigar. Uwama Wonka! Tassa Baresh sagt, ich weiß, was sie gesagt hat. Noch einmal schluckte er den üblen Geschmack herunter. Sie schnippte mit den Fingern und die Wachen senkten ihre Waffen. Ein Gamorianer eilte voran, um ihm Kommling und Lichtschwert zurückzugeben. Er hakte beides an seinem Gürtel ein und verbeugte sich. Sie beobachtete ihn jetzt schweigend. Ich danke euch, sagte er. Es war mir ein Vergnügen, Geschäfte mit euch zu machen. Als sie die Wachen aus dem Thronsaal führten, nun als Gast statt als Gefangenen, erklang in seinem Rücken das Glucksen der Hut, düster und tief, und heilte ihm durch die feudalen Hallen hinterher.